auch in jedem Land. Aktiver Widerstand, hier und dort in jedem Land. Aktiver Widerstand, hier und dort in jedem Land. Aktiver Widerstand, hier und dort in jedem Land. Ja, wenn es mal eine Wende wäre. Moratorium heißt ja nichts anderes als verschieben. Und Frau Merkel dachte, sie kann mit ihrer Regierung die Bevölkerung veralbern und von einer Verschiebung sprechen. Aber eigentlich geht es ja darum, nach den Wahlen sich wieder der Atomlobby zu beugen. Herr Brüderle hat das ja dankenswerterweise ausgeplaudert, es ist protokolliert worden und jeder Bürger kann sich selbst eine Meinung bilden. Für uns ist wichtig, Ausstieg aus der Atomtechnologie, denn die ist nicht beherrschbar, eine Risikotechnologie. Und darum ist es wichtig, dass wir endlich wasserdichte Gesetze für einen Atomausstieg bekommen. Atom, Atom, Kraft, Atom, Atom, Kraft, Atom, Atom, Kraft, Atom, Atom, Kraft, alles klar, du wieder, aber ich kann es hat nochmal allen deutlich gemacht, dass Atomkraft mitnichten sicher ist. Und deswegen ist das sicherlich heute für ganz viele der Anlass, auf die Straße zu gehen, damit auch in Deutschland die Atomkraftwerke schnellstmöglich abgeschaltet werden.
Abschalten! Sofort! Abschalten! Abschalten! Damit ihr so in die richtige Stimmung kommt für eine... Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Diese Katastrophe mahnt uns, aber auch selbst für Deutschland, unter anderem bei einem Super-GAU berechnet worden ist, nämlich mit entsprechend 14.000 Soforttoten und Hunderttausenden die Nutzung der Atomenergie ist aufgrund der Risiken für Leben gesetzt. Wir müssen deshalb den Sofortausstieg durchsetzen. Vorrang der Sicherheit der Bevölkerung heißt Stilllegung aller Atomkraftwerke. Vorrang müssen endlich die Lebens- und Überlebensinteressen der Bürger vor den Gewinn- und Machtinteressen der vier Atomkonzerne haben. Machen. Es ist beispielsweise großer Unsinn, wenn die Bild-Zeitung behauptet,
ein beschleunigter Ausstieg sei nicht zu Ende gedacht. In Wahrheit ist es eine Frage des Willens, nicht eine Frage des Könnens. Wir wissen aber, die Bild-Zeitung will es nicht. Immer mehr Menschen Nein zur Atomenergie sagen, dann deshalb, weil sie Verantwortung empfinden und nicht, weil sie überhastet sind. Eine fatale Mischung aus menschlicher Dummheit und technischem Größenwahn, aus militärischer Macht und wirtschaftlichen Interessen. Albert Einstein hat recht. Die Atomkraft hat die Welt verändert, aber noch lange nicht das Denken vieler Menschen. Und tatsächlich kommen Verantwortungslosigkeit und Gier zusammen. Abgeschriebene Atomkraftwerke sind nämlich Gelddruckmaschinen. Jedes Atomkraftwerk bringt EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall pro Tag rund 1 Million Euro. Darum geht es. Das ist der Atomdeal, nicht die Verantwortung. Und welche Idioten reden dann sogar von 60 Jahren Laufzeit? Absoluter Unsinn. Und nun ausgerechnet Herr Röttgen, der noch im Oktober letzten Jahres längere Laufzeiten als unbedingt notwendig bezeichnet hat. Nein, das sind die Menschen, die Fukushima letztlich möglich gemacht haben, weil sie ihr Atomgefahren als Restrisiko verharmlost haben, weil sie wirtschaftliche und militärische Interessen wichtiger sahen als die Sicherheit der Menschen, weil sie die Verantwortungslosigkeit als technischen Fortschritt ausgegeben haben. Wir sagen abschalten, und zwar alle Atomkraftwerke und sofort. Atomausstiegsbeschluss von 2001 wären mehr Atomkraftwerke, wenn es richtig gelaufen wäre, abgeschaltet worden als das, was jetzt passiert, nämlich 11 Stück. Deshalb, wir wollen kein Moratorium, wir wollen keine neuen Kommissionen, schon gar keine Ethikkommission. Wir wollen keine leeren Versprechungen vor Landtagswahlen, keine Bundesregierung, die trickst und täuscht. Wir wollen ein Ende des Atomzeitalters. Friedlich, Benutzung ebenso wie die militärische Nutzung. Das ist das, um was es geht. In anderen Ländern. Und der ist notwendig. Und noch etwas. Das Geschäftsmodell der Erich Fried hat geschrieben, eine Wolke zieht über die Zukunft. Eine Wolke so schwarz wie die Nacht. Aber wer hat die Wolke geschaffen? Wer hat sie hergebracht? Wir zeigen hier mit unseren Demonstrationen, dass wir schwarze Wolken vertreiben können. Für den Frieden, für die Demokratie und für... Nicht nur AKWs stilllegen, sondern Atomwaffen abschaffen. Und das auch weltweit. Halina Rosa. In Deutschland haben bereits über 100 Regionen und Kommunen beschlossen, dass sie bis 2025 zu 100% erneuerbar werden. Frau Merkel, das ist der Beweis, dass es ohne längere Laufzeiten der Atomkraft und auch ohne neue Kohlekraftwerke geht, wenn wir wirklich, wirklich wollen. Kohle und Atom sind keine Brücke, sie sind eine Barriere für die erneuerbaren Energien. Versteht man nur, wenn alle singen. Wir singen zusammen! Hey! Und von Osten und Westen geht das so hoch. Und von Norden bis Süden immer noch hin. Aber ich weiß, dass wir laut sein können. Von Osten bis Westen. Right! Und von Osten bis Westen geht das so hoch. Und von Norden bis Süden immer noch hin. Und die Besten der Besten, die sagen ja, es ist noch weit. Aber
aber wir sind ein Land und von Osten bis Westen geht das so hoch und von Norden bis Süden. Es geht nicht um uns, es geht um die ganze Welt. Dankeschön, dass ihr heute auf der Straße seid für uns alle. Dankeschön, gebt euch selber einen lauten Applaus. Rein! Was spielen wir jetzt? Es sind unzählige Tausende in Deutschland heute auf der Straße und trotzdem brauchen wir in Zukunft wieder mehr. Das heißt, wir sollten uns, also nicht mehr, aber eine Nachhaltigkeit in Demonstration und ganz ehrlich, es gibt sowas wie Wutbürger. Ganz ehrlich, wir sind keine Wutbürger, wir sind Menschen, die denken können und auf die Straße gehen. Ryan, run track. Yes. Wir bleiben. Und weil es uns so gut gefällt hier draußen, singen wir dieses Lied. Dieses schöne Land wie immer, es gibt keine gute Welt, der im Augenblick mehr Sinn macht. Dieses schöne Land wie immer, bleibt ihr mit uns? Ist das Lied, das uns immer ein. Dieses schöne Land wie immer, es gibt keine gute Welt, der im Augenblick mehr Sinn macht. Dieses schöne Land wie immer, das Lied aus dem Zimmer, right? Ist scheißegal, wo du lebst und was du da machst. Ob Mann oder Frau, braun oder blass. Egal, wo du bist, in der Schule, im Knast, im Kaufhaus oder im goldenen Pass. Beste Verstand in der Halle bis nachts. Am Wanderurlaub, mit Mama und Papst. Summer Jam Festival ohne den Pass. Oder mal wieder den Bus verpasst. Egal, ob ich schüttel, du bist ganz fast. Die Frau raus. Jetzt gerade der schönste Tag im Leben und hast den Leben verpasst. Es gibt keinen Unterwind, der im Augenblick mehr Sinn macht. Diese schöne Gang wie immer. Das ist das Beste, ich lebe einfach so, als wäre es einer meiner Hecht. Ganz egal, wo du hörst und was du da machst, ob du noch stehst. Nein, ich ist nur ein Wahnsinn, wie der schöne Tag passiert. Wenn es so ist, dann sieht doch jeder ins Paradies und sich. Das ist eure Zeit, das ist unsere Zeit, Berlin. Das ist unsere Zeit, ich scheißegal, was all die anderen sagen. Wir holen uns vor, was uns gehört. Und als Antwort vor allen Dingen auch auf die mangelhafte Politik der Bundesregierung in vier Städten vier Großdemonstrationen zu organisieren. Wir mussten heute Nachmittag die Teilnehmerzahlen aber da sind welche. In Köln 40.000, in Hamburg 50.000 und in Berlin 120.000.